Tee, natürlich die Quoten drauf, natürlich sehr stark, dass hier Cloud9 gewinnt. Also 82% sagen Cloud9, 17% sagen Complexity. Und jetzt... So, wir sehen den Seitenswitch. Cloud9 auf der CT-Seite, Complexity auf der T-Seite. Und somit können wir starten mit der ersten Runde. Cloud9 gegen Complexity. Das Ganze natürlich im Best of 3, die erste Map, DE Inferno. Es geht um den Einzug ins Finale des Closed Qualifiers für North America. Wir sehen Cloud9 mit 3x Kevlar Kit, 4 Flashes einer Granate. Complexity 4x Kevlar zu Granate, Doppelflash. Und erstmal der Aufbau hinten für Apps. Ah, Rush. Obendrin hört die Steps in der falschen Mitte. Skadoodle mit der USB. Oh, muss aufpassen. 15 MP, kein Kevlar. Schafft das gerade noch so zurück. Währenddessen sich Rush und Cherrick unten defensiv im Pitch stellen. Kommen, aimen gegen Ye. Jawohl, schaffen es. Erste Mal ist raus. Vorteil geholt, den zweiten nicht auch noch. Müssen beide nachladen mit der USB. Werden im Pit gepumpt. Müssen sie aufpassen. Rush und Cherrick sterben beide. Und es sind Stewie und Swag, die das Ganze noch irgendwie retaken müssen. Sie haben aktuell noch zwei Flashes. Einmal Kevlar. Stewie mit der ersten Flashbang für Pit hinten. Swag schaut mal rein. Ist blind. Ah, da poppeln sie ihn. Kommen beide. Swag holt den ersten. Den zweiten muss er aufpassen. Zwei Schuss Magazin. Stewie. Na, hört die Steps im Pit und das ist jetzt die Möglichkeit. 1 gegen 2, Stewie muss sie beide holen. Hat noch eine Flashbang, guckt Richtung Pit, Richtung Lang, er weiß, wo sie stehen. Hinten Peter geht defensiv, kommt mit der USB in den Ampinaffer ab. Und Complexity geht hier erfolgreich in Führung mit 1:0. Ja, zweite Runde, natürlich Complexity mit der AK, mit Galil Triple, UMP. Cloud9 vertraut hier erstmal nur auf Pistolen Kevlar, mehr lässt der Geldbeutel nicht eher. Wir sind immerhin 3 Flashes, eine Smog. Skadoodle natürlich spart auf die AWP. Das heißt, behält ein bisschen Geld auf der Seite. Swag hinten im Strafen mit Deagle Richtung Banane. Complexity erstmal der Aufbau hinten mit zweimal für Banane. Peter in der Mitte, Bombe linkt hinten an der Rampe und ebenfalls auch in Richtung Apps. Das heißt, erstmal alles abnehmen, ob hier vielleicht gerade dann irgendwo offensiv agiert, ob sie irgendwo offensiv ausschließen wollen, durchpushen wollen. Und erstmal wird hier das Waiting Game gespielt. Ah, wir sehen Yay und Depp erstmal passiv in der Banane oben drin, auch in der Mitte schaut man erstmal rein. Slammy, ah, etwas zurückgezogen jetzt, 60 Sekunden, Bombe aufgenommen von Peter. Die erstmal weiter Richtung Banane verfrachtet. Da oben stehen Swag und Stewie. Die beiden, die sich hier gleich den 3 oder auch mehr Mann stellen müssen von Complexity. Wir haben gesehen, noch keine Rotation. Skadoodle immer noch auf A-Lang an dem CT-Bogen. Mit da oben schießt jetzt Android ordentlich rein, damit er natürlich hier ein bisschen Stress macht. Damit keine Rotation kommt. Skadoodle langsam auf dem Weg Richtung B. Und hinten kommen die ersten Smokes. Dann Stewie und Swag wissen Bescheid. Jetzt kommt die komplette 5-Mann-Rotation. Stewie immer noch oben drauf. Swag versucht in der Deagle, trifft jetzt den ersten Headshot. Stewie ist da. Aber der erste Mann ist bereits rausgenommen. Bombsite gehört Complexity. Und überall liegen die Smokes. Skadoodle, na, vielleicht auf die Close Distance mit der CZ. Sie haben die Überzahl. 4 gegen 3. Skadoodle Smoke ist weg. Oben drauf. Schafft es nicht. Alles wieder ausgeglichen. Tarek und Rush müssen es machen. Pushen aus der Smog raus. Werden ordentlich abgeschossen von Android. Und die Bombe ist erstmal gelegt worden. 2 gegen 3 Retake. Und sie haben kein Kit Cloud. Nein. Und das könnte verheerend sein. Derek, ja, schaut hinten über den Garten auf die Seite Richtung Banane. Muss aufpassen. Close steht rechts. Einmal Depp. Und der kommt. Ah, Rush immer noch in der Smog beschäftigt. Natürlich, sie bekommen keine Infos. Von daher auch durchaus natürlich möglich, hier beides durchzubringen. 5-7, Kevlar zu saven. Natürlich. Dritte Runde kann man ebenfalls mal versuchen, hier mit der Upgraded Pistol und auch Kevlar und Helm durchaus noch was zu versuchen. Und von daher geht Complexity erstmal mit 2:0 in Führung. Verlieren 2 Leute, immerhin die AK kann man mitnehmen. Und bei Cloud9 ebenfalls Kevlar, Helm, Doppel 5-7 sichern.
Von daher durchaus worth it gewesen, das Ganze. Wir sehen, man bleibt natürlich auf Sparkurs bei Cloud9, währenddessen Complexity nochmal ein paar MAC-10s nachforst. Gegen die Piste ist natürlich immer ein schneller Moneymaker. Von daher geht man erstmal auf den 3 Speedstack bei Cloud9. In der Mitte stehen Tarik und auch Rush. Das heißt, beide 5-7s mit Kevlar stehen auf der A-Side. Will also versuchen, mit möglichst viel Feuerpower dann B halten zu können. Erstmal wieder langsames Aufbauspiel, kommt von Complexity. Wir sehen Banane, Mitte, Dev unten, vor Apps drin. Langsam, ja, geht mal bei Complexity die Mitte an mit zwei Mann. Yay und Dev stehen da bereit. Sie warten erstmal. Vielleicht kann ja Tarik hier oben gegen Dev dann eben in Apps einen kleinen Vorteil sich erarbeiten. Jetzt pushen sie B durch. Slammy, Peter. Ah, da müssen sie aufpassen. Drei Stück onside. Slammy kommt von hinten Ruine. Oh, bekommt den Headshot von Swag. Und Peter aus Aufpassen auf den Brunnen drauf. Stewie, hinten steht noch zweite Box. Sie können ihn doppeln. Und dann kommt er. Peter ist immer noch am Leben. Onside steht noch. Oscar Doodle. Und währenddessen auf A, Tarik sich Dev rausnimmt, 3 gegen 3, alles offen, trotzdem Skadoodle darf jetzt nicht sterben, muss aufpassen, Garten kommt, Banane kommt, 30 Steps links, Peter gespottet, Skadoodle versucht es, schafft es nicht. Und wieder Rush und Tarik in der 2 gegen 3 Unterzahl, Bombe ist gelegt, wieder kein Defuse-Kit, sie haben einen Molotow. Tarik kommt jetzt erst langsam über Banane, Yay schaut rein. Das heißt, sollte ihn auf jeden Fall rausnehmen können. Rush erfolgreich oben. Tarik ist raus. 1 gegen 2 Unterzahl. 5-7 weiß hinten. Y steht. Und eine Sandroid da. Und Complexity geht zuerst mal mit 3 zu 0 in Führung. Ja. Vierte Runde. Und die erste richtige Byron für Cloud9. Skatoodle könnte auf die AWP gehen. Muss dann aber aufpassen, denn Kevlar kann er nicht mitkaufen. Und wir sehen die Glasscannon mit einer Smog. Skadoodle in der Mitte, schaut mal Mitte runter. Auch die AWP bei Peter. Ah, erstmal defensiv reingeschaut. Peter ebenfalls. Natürlich will man hier nicht den offensiven Vorteil irgendwo rausnehmen. Offensiv sich zeigen. Swag, Stewie in Banane oben. Granaten werden ausgetauscht, machen jeweils gut Schaden auf beiden Seiten. Stewie minus 30, Dev unten minus 70. Erstmal wird hier versucht, das Ganze relativ safe runterzuspielen, so defensiv wie möglich anzugehen, indem man hier erstmal richtig viel Schaden ausgeteilt. Also auch Yale jetzt runter auf 28. Das heißt, kleiner Vorteil für Cloud9. Natürlich den müssen sie irgendwie versuchen auszunutzen, dass sie hier Complexity schnell rausnehmen können, ohne möglichst, dass sie selbst rausgenommen werden. Erster Smog hinten für lang, Skadoodle weggesmogt, auf kurz fehlt noch Rush, auch der smogt Mitte einmal nach, Molotov kommt unten, oh, Flashbang hat perfekt getimed, Tarik flasht ebenfalls kurz einmal nach, Skadoodle fällt zurück Richtung Side, um kurz aushelfen zu können, und dann kommt die erste Granate, erster Vorteil für Cloud9, 5 gegen 4 Überzahl. Währenddessen Complexity noch immer auf kann, noch immer schieben kann, hat immer noch Banane oben, den Yay stehen. Ist ebenfalls rüber auf die A-Set. Es soll Richtung A gehen bei Complexity. Und Skadoodle muss aufpassen. Ist komplett blind. Slammy holt den ersten Mann raus. 1 gegen 1 straight. Tarik im Pit. Schaut Richtung kurz. Android kann ebenfalls traden. Rush muss aufpassen. Links und rechts. Wird von Slammy ebenfalls rausgenommen. Und dann ist nur noch Swag. 1 gegen 3 Unterzahl. Kein Kit. Nur eine Flash Kevlar und die M4. Und wir sehen es schon. Er geht safen. Also kein großes Risiko mehr. Nur noch M4 Kevlar durchbringen. Mehr will er einfach nicht mehr riskieren. Natürlich, Cloud9 hat kein Geld. Die erste Byron ist erstmal nicht geglückt. Und von daher vielleicht ein bisschen mehr Glück in der nächsten Runde. Natürlich kann man jetzt versuchen, in der fünften Runde mit Swag vielleicht auf der B-Side allein zu spielen, weil er halt eben die M4 und Kevlar hat. Dass dann eben der Rest des Teams mit 4 Mann auf A-Side oder vielleicht auch offensiv ausschließen geht. Swag wird hier zum Glück nicht mehr bedrängt. Schafft es also, M4 Kevlar durchzubringen. Complexity. Ah, holen sich hier erstmal eine 4 zu 0 Führung. Damit kann man auf jeden Fall schon mal
natürlich ein bisschen Abstand kreieren gegen Cloud9. Kauft runter auf etwa 2000. Wir sehen nochmal Kefla bei Struy und bei Tarek. Dazu noch P250, CZ, eine Flash, eine Granate. Rush. Die ersten Mal Mitte runtergeworfen. Wenig Schaden gemacht an Complexity. Dev. Molotov Richtung Banane oben. Wieder natürlich das langsame Aufbauspiel von Complexity. Erstmal wieder Banane langsam einnehmen. Dazu noch Second Mid, genauso wie Apps. Erstmal schauen, ob sie mit den Pistols hier vielleicht auf die Close Distance arbeiten wollen. Ob sie vielleicht mal kurz offensiv reinpieken. Und genau das will man eben ausnutzen bei Complexity. Cloud9 geht trotzdem auf ein relatives Standard-Setup. Wir sehen 2 auf B, 3 auf A. Zweck geboostet hinten auf der Box mit der M4 und Kevlar in der Hand. Sofern hier irgendwas auf A an Steps oder Infos rauskommt. Natürlich versucht Struy bestimmt gleich direkt zu rotieren, um aushelfen zu können. Oh, Android pusht hier kurz durch. Rush. Skadoodle hinten auf lang. Die warten noch. P250 ist auf die Klasse. Jetzt ist erster Flashbang, kommt rein. Skadoodle nicht gespottet. Hinten. Android, man muss aufpassen. Skadoodle sneakt sich in die Mitte runter. Ist gespottet. Aber hinten ist er durch, Android. Und der kann hier immensen Schaden anrichten. Kommt zum ersten. Jetzt doppeln sie ihn. Können den Trade gesetzen, aber auf B. Da geht's jetzt los. Weg. Jawohl. Doppelkill mit der M4. Und direkt die Unterzahl für Complexity. Stewie, Close Distance. Bombe ist down. Peter, keine Chance. Und Cloud9 sichert sich endlich die erste Runde. Und genau daran muss man anknüpfen. Natürlich Complexity, die haben das Geld, die haben doch mal die Fullbaround. Wir sehen, man kauft wirklich komplett alles runter. Investiert nochmal alles Geld, was man hat. Aber auch Cloud9 natürlich sieht nicht mehr allzu gut aus. Wir haben 4 auf Skadoodle und Swag, aber der Rest mit weniger in der Hand. Von daher volles Risiko für beide, volles Investment. Und wieder, ja, diesmal der etwas offensivere Aufbau hinten Richtung Apps. Jetzt sieht man bereits drin, schaut unten Hausmeister Teppich rein. Jarek auf dem ersten Balkon, smoked einmal mit ab, sodass man sie erstmal nicht schnell durchgehen kann. Skadoodle mit der AWP. Nehmt hier erstmal deine Mitte ab, währenddessen man sich jetzt einmal komplett umorientiert bei Complexity, wieder rüber switcht auf die B-Side und dort stehen beide Swag und Stewie in Richtung CT, genau da, wo die Smoke aufpoppt. Das heißt, da muss man aufpassen, Complexity mit 1, 2, 3 Smokes, Granate und einer Flashbang. Ah, und Peter hat Stewie gesehen, Molotov in der Hand, kommt raus, weg oben drauf, das heißt, sie können erstmal nicht durchgehen, Slammy pusht trotzdem durch. Smoke löscht Molotov und Speck von oben, die gehen 2-3-mal Doppelkill, Stewie ist ebenfalls da und dann holen sie alle 5 auf einmal. Und genau so muss ein B-Hold gespielt werden, zweite Runde für Klangen und die war extrem wichtig. Genau die haben sie gebraucht. Die brauchen sie, denn jetzt sehen wir Complexity komplett im Money Reset. Kein Geld mehr und das heißt Pistol Eco Round. Natürlich jetzt die Frage, was versucht man eben hier mit maximal P250s anzurichten? Wenn man weiß, dass eben Cloud9 die AWP und die M4s und AKs hat. Daher muss hier was Schnelles, irgendwas auf die Close Distance her. Wir sehen 3 Mann hinten auf A, auf kurz. Skadoodle aimt Hausmeister rein. Rush und Tarek auf dem Balkon. Ah, Mitte Smoke stehen bereit, ist gespottet worden. Tarek droppt runter, weiß Hausmeister steht. Pushen jetzt raus, Tarek von oben. Den Doppelkill raus und auch da sitzt der Hold mit 3 Mann auf A kurz. Und die Runde war keineswegs ansatzweise in Gefahr. 3 zu 4. Cloud9 verkürzt auf einen Zähler Abstand. Und Complexity jetzt natürlich nach der Pistol-Eco-Runde wieder in der Fullbar-Round. Natürlich hier den Vorsprung weiter ausbauen zu können und ihn nicht Cloud9 ausgleichen zu lassen. Wir sehen diesmal 3 Mann Banane. Skadoodle mit dabei. Ah, Mitte mal kurz reingeschaut, keinen gesehen. Oben warten sie. Erstmal defensives Smoke geworfen. Erstmal warten. Schauen, ob Complexity hier vielleicht wieder schnell agieren möchte.
bislang. Ja, läuft die Zeit erstmal ab. Wieder in der Mitte Complexity mit 4 Mann, ebenfalls in Apps. Android, ersten Smogs kann man raus, für lang, für kurz. Aber auch da kommt erstmal die defensive Smog von Cloud9 rein. Gadoodle zieht sich zurück Richtung CT-Bogen. Jetzt pushen sie Mitte durch. Slammy ist auf kurz, auf lang. Smogs liegen noch. Die Zeit ist auf 65 Sekunden. Und Cloud9 bereits geschoben. Mit 3 Mann. Mit 4 Mann hält man die A-Side. Stewie angeschossen. Oh, kann dir gar nichts machen. Skadoodle den ersten raus. Aber instant kommt der Trade. Das heißt nur noch Tarek und Rush auf der A-Side. Kurz steht Rush erfolgt gegen Peter. Lang Tarek ebenfalls erfolgreich gegen Slammy. Und auch gegen Yay. Und das ist Android mit 16 HP. Meins gegen 2. Muss aufpassen. Onside steht noch Rush hinten. In Library kommt jetzt Swag ganz langsam von hinten. Android im 1 gegen 2. Muss aufpassen, hinter sich die Smoke faded. Und Swag hat perfekte Sicht auf ihn. Flashback kommt und dann einfach er von der Seite. Und Cloud9 schafft es auszugleichen. 4 zu 4. Also alles wieder offen, bis auf das Complexity erneut in der Pistol Acheron feststeckt. Wir sehen Tech-9s, P250, zwei Smogs, zwei Flashes und erstmal der 4-Mann-Aufbau. Ganz langsam geht man hier in die falsche Mitte rein. Und daher wird es wahrscheinlich im Endeffekt wieder einem Argo enden. Skadoodle aimt offensiv Richtung falsche Mitte, geht auf den Schlitz, Android. Ja, versucht hier schon mal so ein bisschen den Schuss zu baiten von Skadoodle. Aber er wartet. Sehr geduldig, einfach nur drauf, dass sie sich zeigen. Erster Smog kommt rein. Skadoodle. Weiterhin am Up-Aimen, kurz hat er Backup, jetzt die Flashbang. Gadoodle zurückgeforst, Molotov reingeworfen, kurz Rush, schaut mal, ob er was sehen kann. Auch Tarek sieht in Apps erstmal gar nichts. Von daher kommt doch hier erstmal ein defensives Smoke rein, trotzdem Push Complexity durch. Schaut mal, hat eine kleine Gap, Flashbang Richtung kurz geworfen, Rush defensiv zurück, genauso wie Tarek. Oben, schaut mal, Richtung Mitte, Gadoodle ist blind. Oh, die Flashbang kam wunderbar, aber Rush ist da mit der AK. Spät hier wunderbar rein, Doppelkill für ihn, Gadoodle hat die Engel. Trifft den Shot nicht, aber dann ist die USP zur Stelle. Und die reicht vollkommen aus, um den letzten Money rausnehmen zu können. 5 zu 9. Cloud9 geht zum ersten Mal in Führung auf Inferno. Und jetzt liegt es eben an Complexity in der Byron, in der Full Byron. Wieder alles umzudrehen. Ebenfalls den Ausgleich wieder zu schaffen. Wir sehen eine AWP bei Peter, der Rest mit AKs, Granaten unterwegs. Daher Peter, na, erstmal echt in falsche Mitte unterwegs. Also erstmal nicht in die Mitte schauen. Skadoodle ebenfalls guckt diesmal Richtung Apps rein. Ja, riecht das hier, dass hier Complexity mit 3-4 Mann vor Apps steht und nur Mitte unten. Death mal Richtung Bahne prefired in die Smoke rein. Aber die gehen erstmal ins Leere. Skadoodle kommt gegen 2, holt sich Yay ab. Weiß, da ist noch einer. Android gespottet, braucht jetzt Hilfe von Rush. Instant kommt der Molotov hinten rein. Mitte oben Tarek, derweil cleart das Ganze. Und der Go von Complexity erstmal vollkommen aufgehalten. 3 gegen 5 Unterzahl. Granaten fliegen überall rein. Wir sehen die komplette Rotation von Cloud9 auf die A-Side. Und dann kurz liegt die Bombe offen. Skadoodle kann sie jetzt aktuell nicht mehr halten. Auf Lang steht Tarek und Swag. Guckt nochmal nach. 1 gegen 2 Unterzahl. Peter mit der AWP pusht lang nach. CT-Bogen gespottet. Und Swag macht ihn. Doppelkill für ihn. Und Cloud9 erstmals auf 2 Runden Führung. Wir sehen jetzt die Pause gecallt. Wahrscheinlich von Complexity. Na klar, wir sehen ja, die ersten 4 Runden konnte man für sich entscheiden, danach wird es brennend. Denn Cloud9 hatte dann eben jetzt hier eine 6er Winstreak. Von daher natürlich jetzt ein bisschen Obacht geboten. Man muss schauen, dass man hier eben nicht einfach sang- und klanglos untergeht, sondern eben versucht, eben die Runden wieder selbst zu holen, die Runden wieder selbst für sich zu entscheiden. Und deswegen gibt es erstmal die taktische Pause. Also bislang. Natürlich Complexity immer mit einem eher langsamen Aufbau. Lässt meistens entweder 1, 2 in die Banane abgehen. Dann uns noch eine Mitte abgestellt und dann noch falsche Mitte und Apps. Oder aber es geht mit dem einen Mann, der Banane hält und der Rest sich in der falschen Mitte Richtung S positioniert, sofern es dann Richtung A-Side gehen sollte bislang. Laut 9 hält das zumindest ab Runde Nummer 5 richtig gut. Lassen dort eher weniger anbrennen. Scheinbar hat man sich jetzt entschieden, wo es in dieser Runde hingehen soll, in der 11. Runde.
Wir sehen Pistolen, zweimal Kevlar, dazu noch ein Molotow bei Complexity, während er natürlich Cloud9 mit 11.000, 8.000 im Geld schwimmt. Jetzt kann es endlich weitergehen. Also, 11. Runde. 2 Runden führen für Cloud9 Complexity in der Pistoleco-Round. Wir sehen den Desert Eagle, Doppel-Tech 9, Doppel-Bitter 50, eine Smoke, zwei Molotovs und eine Flashbang. Drei Mann erstmal Richtung Mitte, dazu hinten noch Slammy erstmal in die falsche Mitte rein. Währenddessen Cloud9 weiterhin Default-Setup bleibt. Swag hinten behandelt der AWP, kommt mit einer Granate. Aber die fliegt ein wenig zu weit, um hier maximalen Schaden zu machen. Und erstmal wird hier abgeämmt. Erstmal warten, erstmal schauen, was Complexity diese Runde vorhat. Swag, jawohl, Way springt einfach. Instant ist er dafür raus, wird instant dafür bestraft. Lemmy, Peter, Death auf dem Weg Richtung der B-Side. Molotov force sie erstmal zurück. Stewie steht close on der Box, Swag hinten im Dark mit der AWP. Stewie, erstmal die Smoke raus, währenddessen man nämlich natürlich von der A-Side überhaupt keine einzigen Infos hat, überhaupt keine Steps hört, keine Granaten einem um die Ohren fliegen. So langsam müssen sie sich entscheiden. Jetzt kommen die Flashes rein. Molotov Smoke ebenfalls. Enjoint pusht einfach durch. Onside stehen sie noch. Swag mit der AWP schaut Richtung Pool. Stewie. Ah, geboostet an der Smoke, wenn die Bombe geplant hat. Sieht die Bombenplanter nicht. Stewie ist raus. Die A-Side, die B-Side, die gehört Complexity. Skadoodle, Tarek, Rush im Unterzahl-Retake. Skadoodle kommt von CT, währenddessen Tarek und Rush hinten über Warne nachkommen. Eine Flashbang geworfen, Close Distance, um hier vielleicht Banane offensiv noch den Spieler rausnehmen zu können. Skadoodle muss warten, bis der Rest des Teams nachgekommen ist. Sie haben noch Molotov, Smoke, Flashes. Die kommen jetzt rein. Skadoodle muss aufpassen. Zweimal in Ruine drin. Tech 9, Close Distance. Skadoodle ist raus. Auch Swag ist weg. Und Tarek, keine Chance. Death mit der AWP macht das gut. Complexity holt sich die Pistol Eco Round, die Pistol Kevlar und Low Equip Granatenrunde. Dann kommt es wieder ran auf ein 5 zu 6 und noch eine Runde, die jetzt wieder zwischen den beiden Kontrahenten liegen. Wir sind jetzt für die Fullball Round. Jawohl, Stewie, diesmal mit der AWP erfolgreich in Banane. Hinten steht Yay mit der AK, will durchgehen, bekommt eine Pop-Flash, ist selber komplett blind, hat echt extrem viel Glück, dass hier Swag und Stewie sich erstmal zurückgezogen haben. Yay bleibt oben, um hier natürlich auszuschließen, dass die Warne durchpushen. Flashbang kommt rein, Android und Slammy oben Mitte. Dann müssen sie schauen, Rush und Skadoodle machen sich dort ebenfalls bereit, sofern es hier losgehen sollte. 70 Sekunden noch, Mitte kommen sie, Rush, Tarek, jawohl, Doppelkill für Tarek. Peter und Yay in der 2 gegen 5 Unterzahl und das sieht gut aus für Cloud9. Ah, Yay weiter mit der oben, Smoke faded, weiß Kurzstand, lang könnte ebenfalls noch Skadoodle mit der AWP stehen. Noch haben sie sich entschieden, Complexity, wo geht es hin? Peter aimt Banane ab, Yay aimt die Mitte ab. Bombe hat er immer noch in der Hand, liegt nicht irgendwo verschollen auf der Map. 30 Sekunden. Die Frage, versuchen sie es noch oder aber gehen sie safen? Und das sieht ganz so aus, als ob Complexity hier AWP und AK durchbringen will. Das heißt, nichts mehr riskieren. Nur noch versuchen, hier irgendwie Kevlar und die Waffen durchzubringen und dann eben in der nächsten Runde wieder Gewinn bringt, einsetzen zu können. Das heißt, Cloud9 lässt natürlich Complexity erstmal nicht ausgleichen. Bleibt weiterhin bei der Führung, bei einer 7 zu 5 Führung.
Complexity versucht nochmal erneut in der Fullball-Round diese Runde wieder von Cloud9 abzuluxen. Lemmy, schnell mal auf Richtung Bahne. Flashbang macht er bereit. Hinten boostet sich Stewie nach oben, um hier offensiver reinschauen zu können. Derweil offensiv, jawohl, Tarik Rush in Apps drin. Bombe können sie nicht halten, dafür liegt die Bombe viel zu offen. Hansgar Dudel komplett blind gewesen, hat Glück, dass hier Peter und Android etwas zu spät in die Mitte hochschauen. Hansgar Dudel? Smoke liegt in Apps oben drin, steht Rush und er wartet drauf, dass sie sich oben zeigen. Auch da liegt erstmal die defensive Smoke. Complexity muss sich entscheiden. Geht es wieder Richtung A-Side? Oh, Rush macht das gut, holt sich Peter raus, muss aufpassen. Apps steht noch, aber Tarik ist ebenfalls da, um auszuhelfen. Yay und Android kommen beide langsam raus. B-Fire-Shots gehen erstmal in die Wand rein. Und sie warten darauf, dass sich eben Cloud9 nochmal etwas offensiver zeigt, dass sie hier offensiver Richtung Mitte oder Richtung Hausmeister reinschauen. Und dann kommen sie, Skadoodle ist raus. Yay, weiß kurz steht, Trade Game muss kommen, jawohl, schafft es, 2 gegen 3 und hat so nur noch. Und Slammy, weiß, Skadoodle steht hinten in der Ecke drin, 70 HP, smokt sich einmal ab, aber die müssen sie rausnehmen. Strack darf hier nicht raus, darf hier nicht überleben, schafft er nicht. Rush und Stewie, 34 Sekunden, Rush immer noch hinten, Hausmeister drin, kommt hinten langsam nachgeschoben, wir lassen Stewie erstmal den CD-Spawn abämmt. Und Slammy und Yay. Oh, steppen lang. Rush hätte fast den Backstep machen können. Stewie abgesmoked. Rush derweil sneakt rüber Richtung Kurz. Stewie mit der Granate in der Hand. Jetzt die auf die PvP geswitcht. Rein. Granate close geworfen. Oh, die fliegt genau auf die Bombs da drauf. Macht eigentlich überhaupt keinen Schaden. Rush jetzt von Kurz. Stewie von lang. Kommen beide zusammen, um hier natürlich beide Spieler rausnehmen zu können. Den ersten ist weg. Rush angeschossen. Slammy hinten. Nicht gespottet. Jetzt muss Stewie den Kill setzen. Mit der AWP oben drauf in der Box. Kommt er! Und Stewie hat ihn! Cloud9 sichert sich die Halbzeitführung auf die Inferno, auf dem Map-Pick von Complexity. Und so langsam. Langsam braucht Komplexisierung. Natürlich, wir könnten hier bestmöglich mit einem 8 zu 7 aus der Hälfte rausgehen. Sie haben nochmal eine Pistol-Eco-Round. Schnelle Granaten Richtung mal nach oben. Swag und Sui hat zum Glück nicht ganz so offensiv gestanden. Von daher erstmal keinen großen Granatenschaden eingesteckt. Immer noch eine Granate, Doppel-Flashbang bei Complexity. Dazu natürlich noch Deagles, B250, Tech 9. Erstmal der Aufbau zusammen für die A-Side, eben über Apps, über Mitte, zusammen rausgehen und Onset aktuell nur Tarik. Flashbang kommt, trifft ihn nicht, jumpt runter, Tarik ist blind. Da muss aufpassen, 3 Mann kommen da raus in Pit, zum ersten Tarik, zum zweiten Bombe down und Android hat keine Chancen. Solide 3 Frags von Tarik. Und somit heißt es 9 zu 5, letzte Runde in der ersten Hälfte, Cloud9. Nachdem man hier anfänglich Schwierigkeiten hatte, 4 Runden am Stück verloren hat, dann in der zweiten Baron endlich erfolgreich und seitdem läuft's. Für die Jungs aus Nordamerika. Wir sehen nochmal die AWP bei Peter, ansonsten 4 AKs, wieder schnelle Granaten, schnelle Flashes Richtung Bahane. Oh yay, könnt ihr Glück haben, 2-3 Mann stehen dort, close, Skadoodle links, kommt zum ersten, yay, muss aufpassen, Skadoodle. Und dann kommt dann schön AWP, ist nicht gespottet worden, den zweiten Shot trifft er erstmal nicht. Na, warum auch, den ersten Trade konnte er setzen. Und daher erstmal alles im Lot, 4 gegen 4, alles offen, Peter mit der AWP, aber Skadoodle pusht einfach zu offensiv durch. Und Swag hat hier auch ein bisschen besser noch am Leben ist. Rush wird rausgenommen, gedoppelt auf der A-Side. 1 gegen 4 Unterzahl. Swag muss also 4 Frags setzen und die Bombe defusen. Und das wird richtig, richtig schwer. Sie stehen on-site hinten. Ebenfalls in Graveyard. Slammy schießt mal auf Prediction durch. Swag angeschossen auf 70, währenddessen Mitte unten weiterhin Peter steht und der natürlich wartet ab. Der wartet auf der Off-Enkel, dass er sich Mitte zeigt. Swag kommt, strafed. Peter ist da. 9 zu 6 Halbzeit. Complexity rettet das Ganze noch ein bisschen. Nachdem es hier am Anfang dann doch so aussah, als ob Cloud9 hier viele, viele Runden am Stück holt und bin ich Complexity hier keinen Hauch einer Chance lässt. Von daher warten wir jetzt drauf, dass eben die zweite Hälfte losgehen kann. Natürlich, die Seiten sind einmal getauscht worden. Da ist Cloud9 jetzt auf der T-Side, Complexity auf der CT-Side.
Und somit kann es gleich weitergehen. Ein Restart und los geht's in der zweiten Hälfte. Die Pistolrunde in Halbzeit Nummer 2. Cloud9 geht auf 3x Kevlar. Doppel-Smoke, Doppel-Flash, ein Molotov, Complexity mit 3x Kevlar, Diffuse-Kit, Doppel-Nate, eine Smoke und eine Flash. Peter aktuell alleine auf der A-Side, währenddessen man so viert auf B stackt. Oh, Android brennt schon mal runter auf 60, das heißt ein bisschen erster Schaden wurde erfolgreich angerichtet aus der Sicht von Cloud9. Peter oben in Appstream mit der B2000 muss aufpassen. Cloud9 macht hier den Anstand, dass sie einfach auf die A-Side drauffahren wollen. Währenddessen jetzt hier die drei Mann-Hotelchen von der B-Side kommen. Also wieder alles komplett umgekrempelt. Nur Slammy alleine auf B. Cloud9 macht sich bereit. Smoke, Flashes kommen raus. Onside, Peter kann mit, muss aufpassen. Cloud9 pusht auf die Seite drauf. B ist raus. Onside steht noch hinten. Und Peter in Apps drin gespottet. Wird instant rausgenommen. Android. Und Slammy in der 2 gegen 5 Unterzahl. Pitch steht. Drayfia steht. Überall stehen sie. Genauso wie in Apps mit Swag. Android kommt, ist gespottet, Swag sneakt sich hinter seinen Rücken, Android kommt ganz langsam, ist Depp gehört. Oh, das könnte bitter sein, aber Swag hat hier Glück, holt den Headshot ganz schnell raus, Slammy 1 gegen 4, holt den ersten Schwäche gegen Stewie, muss aufpassen, Pit, Graveyard, kurz stehen sie, überall, Slammy pusht rein und Tarek ist da von oben. Und somit sichert sich Cloud9 die Pistolrunde. 4 Runden Führung jetzt. Sie könnten hochgehen auf ganze 6 Runden Führung auf ein 6 zu 12. Wäre das natürlich komplexer, die versuchen muss jetzt auf der City-Side so viele Runden wie möglich zu bekommen. Um mir eben Cloud9 erfolgreich abzuwehren. Wieder der 4-1 Setup. Slammy alleine auf B. Währenddessen der Rest mit 4 Mann oben in Apps drin steht. Tarek ebenfalls schon drin. Oh, da kommt ihn jetzt zum Einsatz. Oben in Banana, Slammy immer noch abgesmoked, das heißt, da kommt erstmal keiner rein von Cloud9. Einer Flashbang geworfen, zieht sich defensiv zurück Richtung Bombsite, wirklich in die Rotation von Peter und von Dev. Währenddessen T-Apps hinten, Android durchgepusht ist, die AK, ah, die ist weg. Auch Jay ist raus, weg, aimt hier erfolgreich ab, Überzahl wieder für Cloud9, 4 gegen 3. Natürlich Complexity. Sie haben nur die Pistolen, sie haben nur Kevlar. Von daher müssen sie auf die Close Distance spielen, können sich also nicht mehr verantworten, hier noch offensiver reinzuschauen, wie eben in Apps. Dev alleine im Pit bekommt jetzt hier die Simon Notation noch mit dazu, damit er zu dritt auf der A-Side steht, aber Cloud9 derweil auf dem Weg Richtung B. Smokes werden bereit gemacht für den CT. Dann kommt die Smoke raus, Cloud9 auf dem Weg auf die B-Side und hinten stehen drei CTs auf der falschen Bombside. Wissen das jetzt auch. Natürlich auch hier die Frage, durchaus worth it, einmal Kevlar und die Pistols durchzubringen. Die könnte in der nächsten Runde, wo dann eben Complexity in der kompletten Pistol Ecoround wäre, noch mal ein bisschen extra Schaden machen an Cloud9. Vielleicht versuchen mit einem 5-Mann-Stack oder vielleicht auch mit einer offensiven Aktion dann hier 1, 2 oder 3 Kills zu setzen und dann eben einen Vorteil für sich zu holen. Sind alle drei CTs hinten Richtung T-Apps, Richtung falsche Mitte unterwegs. Von daher sollte hier eigentlich nicht mehr groß was passieren. Cloud9 steht noch hinten auf der B-Side mit Stewie und Zweck in Banane. Natürlich nicht unten in drei CTs reinläuft, wenn man von der Bombside wegläuft. Somit sichert sich Cloud9 erstmal Runde Nummer 11. Ah, Peter, vielleicht noch mit der P250. Hört den Step von Rush, aber dann ist die Zeit um. Von daher gibt's keine Belohnung mehr obendrauf. Doch, Dev hat noch die AK geschnappt. Das heißt, Complexity mit natürlich Pistolen, zweimal Kevlar, eine AK in der Hand. Das könnte sich eventuell ausbezahlt machen. Fünfmal A-Stack, B-Side komplett offen. Und wenn das Cloud9 mitbekommt, dann könnten sie hier ganz schnell natürlich die Bombe legen. Aber erstmal kommen defensive Molotovs raus, damit Stewie eben nicht immer an offensiv bedrängt wird. Dev geboostet in der Mitte, weiß, falsche Mitte steht. Oh, schießt die Swag ordentlich an.
Direkt die Granate hinterhergeworfen, um Trade Damage zu machen. Klappt nicht ganz. Wir sehen die Rotation rüber auf die B-Side. Von Peter und von Slammy. Aber da ist erstmal noch keiner drauf von Cloud9. 70 Sekunden noch für diese dritte Runde in der zweiten Hälfte. Und Cloud9 auch hier. Erst mit dem natürlich langsamen Aufbau, nichts überstürzen. Hinten mit drei Mann in der falschen Mitte. Stu noch im Banal, spielt es ebenfalls rüber. So langsam sollte man dann das Ganze auch starten. Und es scheint an, so, als ob hier Cloud9 auf dem Weg auf die A-Side wäre. Drei Mann auf kurz. Android auf der Bombside. Hinten Death im Pit. Genauso wie auch Yay. Die warten drauf, dass eben Cloud9 eben über kurz, über Apps oder eben über lang so langsam auf die A-Side. Natürlich sind sie in der Überzahl mit 5 gegen 3. Aber Dev könnte hier mit der AK ordentlich Schaden austeilen. Lang die Steps gehört, kurz kommen sie ebenfalls. Dev muss in drei Richtungen schauen, kommt mit der AK zum ersten, noch zum zweiten Dev. Fast noch zum dritten, es reicht nicht. Yay ist raus und die Überzahl. Die Bombside gehört Cloud9. Slammy, Peter, vielleicht mit den Deagles. Mit der Peter 50 noch ein glückliches Händchen. Nein, Headshot fliegt nicht. Und Peter... Natürlich der Versuch, hier vielleicht noch die AK mitzunehmen für die nächste Runde. Cloud9 sichert sich auf jeden Fall Runde Nummer 12. Und Complexity kann nächste Runde sowieso in Fullby gehen. Hört die Steps auf kurz. Ah, von Skadoodle switcht ebenfalls auf die AK. Und dann geht man jetzt hier geschlossen. Erstmal zurück. Stewie nur noch oben in Apps. Bombe tickt und tickt. Peter bleibt unten. Hausmeister kommt jetzt rum. Oh, Rush läuft ihm rein, aber schafft es nicht. Einer B extrem glücklich unterwegs. Und somit sichert sich Cloud9 immerhin noch die AKs und gibt somit keine an Complexity ab. Somit sind wir in der vierten Runde, in der ersten Fullball-Round für Complexity. Wir sehen die AWP auf Peter dazu, M4s Kevlar, aber kein einziges Diffuse-Kit. Weil Cloud9 schnell unterwegs auf die A-Side. Yay kann hier nichts machen, muss aufpassen. Slammy muss im CD-Bucken eben die Stellung halten. Kommt mit der M4, jawohl, holt den ersten Kill raus. Und Cloud9 pusht offensiv jetzt hinten Richtung Lang durch Android. Schaut nach kurz, währenddessen der erste Entry fällt. Trotzdem die Überzahl weiterhin für Complexity. Android straight Richtung Side. Bombe aber kann gelegt werden. Und das geht in die Überzahl Retake. Android muss aufpassen. Greyfield steht. Rush schaut natürlich Richtung Peter den Step. Weiß Bescheid, wo er steht. Trotzdem müssen sie Pit nicht unbedingt clearen. Sie können hier versuchen, natürlich gegen Lang erstmal zu schießen. Stewie ist raus. Android muss nachladen, wird dafür bestraft. Instant kommen sie von Lang. Peter alleine gegen zwei muss aufpassen. Er wird abgeschossen. 13 AP. Hotson ebenfalls low geschossen. Aber es reicht nicht gegen Tarik. Cloud9 auf einem extrem guten Weg, hier die erste Map direkt für sich zu entscheiden. Ah, schnelle Granaten Richtung Mahne runter. Machen erstmal wenig Damage an Stewie. Natürlich Complexity in der Pistolik und um nächste Runde nochmal voll reinkaufen. Es gibt nochmal alles den Jungs von Cloud9 entgegenzuwerfen. Peter Klaus, genauso wie der, finden ein Sandbag. Steps werden gehört, sie pushen schon mal rein. Peter muss traden, jawohl, Android, dann ist Tarik da. Und vielleicht ja noch Slammy und Android. Viermann Base-Stack bislang erstmal nicht erfolgreich. Sie können jetzt 1-2 Kills holen. Slammy macht gut Schaden, aber für mich reicht das erstmal nicht. Android vielleicht, nein. Dark Instant rausgenommen worden, Rush mit dem 3K. In der Ahne oben und es ist Yay. Peter 50, 1 gegen 3 Unterzahl. Bahne steht offensiv Swag mit der AK und er hat ganz leichtes Spiel gegen die Peter 50. Und jetzt das 14 zu 6 aus der Sicht von Cloud9. Sie haben eine richtig gute Vorstellung. Er hat jetzt hier ebenfalls 5 Runden in Folge geholt auf der T-Side auf Inferno und Complexity. Sie brauchen jetzt diese Runde. Sie müssen jetzt gewinnen, ansonsten könnte es hier ganz schnell vorbei sein. Und von daher erstmal die taktische Pause gecallt, nicht, um sich hier nochmal neu zu besprechen, um sich nochmal neu zu formieren. Und nochmal vielleicht die Taktik
ein wenig anzupassen, um hier Cloud9 natürlich rausnehmen zu können und die Runde zu gewinnen vor allem. Und scheinbar hat man jetzt eine Taktik gefunden, die man spielen will in der vielleicht vorerst vollen letzten Full-Buy-Round. Wir sehen die Doppel-AWP auf Peter und Yay. Ebenfalls Skadoodle mit der AWP in der Hand. Schaut erstmal Richtung Bahn. Molotov Flashbang rausgeworfen. Mitte pickt nicht offensiv. Yay schaut nur defensiv in die Mitte rein. Natürlich insgesamt Complexity mit weniger Granaten in der Hand als Cloud9. Das heißt, müssen diese mit Bedacht einsetzen. Cloud9 bereits hinten in Apps drin. Tarek, ob mal Richtung Mitte, Richtung Short, ob er hier vielleicht schon was sehen kann. Und dessen natürlich Complexity schon mal schieben lässt. Wieder mit vier Mann auf der A-Side steht. Und jetzt kommen die Flashbangs rein. Hinten lang ist gespottet. Dev defensiv hinten. Yay wird angeschossen mit AWP. Molotov kommt raus. Kadoodle zum ersten. Entry Kill sitzt. Und dessen auch Yay schon ordentlich Schaden kassiert. Vielleicht Dev an der Kante. Er rotiert lieber rüber Richtung der B-Side. Peter steht noch da, braucht auf jeden Fall Hilfe. Sie merken, okay, auf A kommt gar nichts mehr. Keine Steps, keine Granaten. Jetzt haben wir das Smoke geworfen, trotzdem das 2-2 aufgesplittet. Cloud9 hat die Qual der Wahl. 50 Sekunden, wo geht's hin? So langsam ja, tastet man sich heran mit Skadoodle und Tarek Richtung B. Schieben wieder rüber. Cloud9 will auf die A-Side committen und dort face natürlich Yay und Android. Eine Popflash für kurz. Android kommt, die gehen zwei, drei Mann. Molotov, die gehen rein, muss aufpassen. Onset Scooby angeschossen, holt ihn sich aber. Der Molotov von Rushed ist verheerend. Peter und Dev müssen aufpassen. Die Frage, speichern sie oder aber versuchen sie es noch? Peter, 13 Shot, nicht 50 HP angeschossen worden. Tarek ist da gegen Dev. Instant Trade gekommen rein von Peter, aber jetzt hat er die Antwort. Er muss versuchen, AWP und Kevlar und Kit irgendwie durchzubringen. Denn Cloud9 wird diese Runde auf jeden Fall gewinnen. Und irgendwie muss man dann versuchen, hier natürlich diesen ersten Lose, diesen Verlust der ersten Map irgendwie wieder ausgleichen zu können. Ja, hört die Steps hinten von Swag. Jawohl, Peter zum ersten und das sollte es sein, das sollte reichen. Er sichert sich AWP, Kevlar und Kitsch. Und das ist natürlich eine von 9 letzten Chancen. Die brauchen jetzt hier 9 Runden am Stück, um in der ersten Map nochmal irgendwie gewinnen zu können. Ansonsten hieß es hier, good game, well played. Cloud9 würde natürlich Inferno holen. Eine Granaten von Cloud9 Richtung Mahne, Richtung Mitte. Unten stehen Peter und Dev. Molotov hat ihn erstmal erstickt worden durch die Smoke. Währenddessen er wieder breit aufbaut. Tarek in der falschen Mitte. Der Rest erstmal ebenfalls eine Runde falsche Mitte mit Skadoodle. Der Rest Mitte, Banane. Erstmal überall ab. Aim Flashbang kommt für Dev in die Banane rein. Aber Stewie aimt ab. Oh, bekommt einen Headshot. 12 HP. Swag kann erstmal nicht aushelfen. Runden Rush ebenfalls schon mit dazu. Stewie ist raus. Erster Vorteil geht an Complexity. Swag will trade. Muss aufpassen. Shit, close back zum ersten. Weiß das Schwierig. Peter muss traden. Jawohl, schafft er. 2 gegen 2. Alles offen. Und die letzte Chance für Complexity. Peter schiebt rüber. Währenddessen sind wir doppelt gemacht. Und das ist die erste Runde von 9 auf dem Konto. Von Complexity. Genau das haben sie gebraucht. Genau das musste jetzt gemacht werden, damit sie hier noch eine Chance haben, natürlich die erste Map, ihren eigenen Map-Pick für sich zu entscheiden. Trotzdem noch immer 8 Runden to go. Cloud9 nochmal in der Full-Buy-Round. Währenddessen Complexity jetzt auf ihr Doppel-AWP geht. Peter und Yay. Einer A, einer in der Mitte. Schaut Mitte offensiv runter. Flashbang kommt. Gut, dass er nicht erstmal reinschauen kann. Peter pre-fired in die Wand rein. Er macht damit erstmal kein großer Schaden ausgeteilt. Ja, Peter. Vorteil jetzt für Cloud9, weil Swag Yay rausnehmen konnte auf kurz Slammy und Android. Mit UMP und M4 wird angeschossen. Android wird erstmal unbedeckt.
Erst unter M4 oben drauf stehen bleiben. Jawohl, Spraydon sitzt nicht ganz, kann nur einen Kill machen und Sammy muss aufpassen. UMP wird angeschossen. Skadoodle, low HP 15. Währenddessen sie jetzt hinten ein, stehen 1 gegen 4 Unterzahl. Peter holt sich weg, er muss immer noch gegen 3 Mann ran. Und die Bombe diffusen. Schaut in die Mitte rein. Rush holt er sich ebenfalls Doppelkill für ihn. Er switcht auf die AK. Peter muss aufpassen. Boiler steht oben. Terrix bombt sich weg und darf sich rausfallen. Terrick darf nicht sterben. Peter oben drauf. Terrick schießt rein. Peter natürlich disattracted. Und die Bombe tickt. Die Zeit läuft herunter. Molotov richtet die Bombe. Eine Smoke von Peter. Fliegt so weit davon. Brennt runter auf 70. Währenddessen von hinten das Gadoodle kommt. Und Cloud9 geht in Führung. Man sichert sich Inferno. Und somit hat man schon mal eine Map sicher auf dem eigenen Konto.